Ich bin sehr froh, heute hier zu sein und eine Reihe von Überlegungen hier zu entwickeln, die ich dann gerne mit Ihnen weiter diskutieren möchte. Es ist insofern eine für mich auch spannende Erfahrung, weil ich davon ausgehe, dass Sie aus sehr unterschiedlichen Blickwinkeln auf die Fragestellung dieser Literaturen ohne festen Wohnsitz blicken. Das ist sehr unterschiedliche Erfahrungen, Interessen und auch natürlich Neigungen mitbringen. Und das möchte ich gerne auch dann nachher im sich anschließenden Gespräch, im moderierten Gespräch, aber vielleicht auch darüber hinaus dann gerne mit Ihnen besprechen. Mein Vortrag hat zwei Teile und der erste Teil, ich dachte, damit es ein bisschen griffiger ist, versucht von einem ganz bestimmten Text auszugehen, ein ganz neuer Text, der in diesem Jahr erschienen ist. Sie müssen ihn nicht gelesen haben, ich werde versuchen, ihn Ihnen nahezubringen. Und in einem zweiten Teil, darum war ich von Frau Rech auch gebeten worden, dann auch theoretische Fragestellungen an den Begriff Zwischenweltenschreiben zu stellen. Und mit Ihnen sozusagen dann diese Fragestellung auch durchaus vor dem Hintergrund aktueller Problematiken dann auch zu besprechen. Ich bin also sehr froh, heute hier bei Ihnen sein zu können und Ihnen diese Überlegungen vorzustellen. Für den kleinen Jungen in Hausach war das Leben im Haus eigentlich ganz einfach. Es gab im Obergeschoss eine Wohnung, von der aus man bei Nacht und gutem Wetter, unbedecktem Himmel, auf den Erdtrabanten schauen konnte und sagen konnte: La Luna. Und ein Stockwerk tiefer hieß es der Mond. Es genügten einige wenige Treppenstufen, um von der einen Sprache in die andere zu gelangen. Und es genügten einige wenige Treppenstufen, um den weiblichen La Luna in die männliche der Mond zu übersetzen. In diesem Beginn von José Olivers neuem Buch, 2015 vor wenigen Monaten erschienen, Fremdenzimmer, geht es um derartige Bewegungen. Es geht um Bewegungen, die aus dem Blickwinkel eines kleinen Jungen zunächst, aber dann in der weiteren Entwicklung dieses Eigenlebensschreibens etwas von dem entfaltet, was an Sprachsensibilität entsteht, wenn man im Treppenhaus lebt. Das sind nur wenige Treppenstufen zwischen dem ersten und dem zweiten Stock. Und diese Treppenstufen sind eigentlich der entscheidende Zwischenraum. Bedeutet nicht, dass er an die erste und den zweiten Stock treten würde, an die Stelle treten würde, sondern es ist der Bewegungsraum. Es ist ein Bewegungsraum, das Treppenhaus, die Treppe, die immer die Differenz aufrecht erhält. Es gibt Bewegungsformen, Zwischenräume, die diese Differenzen auslöschen, aber es gibt andere wie die Treppe, die sehr wohl verbindet, aber gleichzeitig die Differenz aufrechterhält. So etwa wie eine Schleuse. Zwei unterschiedliche Niveaus. In diesem Text, dem ersten der Essays im Band Fremdenzimmer mit dem Titel Zwei Mütter, geht es um diese zwei Muttersprachen. Es geht zugleich auch um zwei Mütter, denn es gab eine Mutter, die leibliche Mutter, die angetraut wurde durch Ferntrauung von dem bereits als Gastarbeiter in dem kleinen Örtchen Hausach arbeitenden Andalusier, dessen Initialen im F.A. von José F.A. Oliver präsent ist. Die leibliche Mutter also, aber zugleich auch eine andere Mutter, die Emma Victoria, sozusagen innerbadische Migrantin vom Land, also aus der Rheinniederung, in den Innenraum des Schwarzwalds, ins Kinzigtal gezogen, die einen genauso wichtigen Einfluss als die zweite Mutter hatte. Wir lernen,
aus der Perspektive des kleinen Kindes, im Treppenhaus, die Zwischenwelten. Und es ist ein Zwischenweltensprechen, das sich zunächst einmal hier äußert. Es sind zwei Mütter, nicht die eine oder die andere, sondern beide Mütter. Und es sind von daher zwei Logiken, zwei Sprachen, zwischen denen hin und her gependelt, zwischen denen übersetzt werden muss und die in ihren unterschiedlichen Perspektivierungen eine vielperspektivische und sich ständig in Bewegung befindliche Sprachsensibilität entfalten. Es ist also aus dieser doppelten Perspektivik, und wir werden sehen, eigentlich sind es noch mehr, denn es wird oben ein annäherndes Spanisch, nämlich Andalusisch, und unten ein annäherndes Deutsch, wie es im Text heißt, nämlich Alemannisch gesprochen. Wir haben eine Situation der Äquipolenz. Äquipolenz, anders als Äquivalenz, meint eine Situation, in der zwei unterschiedliche, radikal unterschiedliche Bereiche, zum Beispiel zwei Mütter, gleichgültig sind, ohne gleichgültig zu sein. Sie sind gleichgültig in ihrer eigenen Wertigkeit und sie sind eben niemals gleichgültig. Zwischen beiden Müttern, zwischen beiden Sprachen, eigentlich zwischen den vier Sprachen, muss ständig hin und her übersetzt werden. Es ist ein Zwischenweltensprechen, das von der Übersetzung lebt. Der kleine Junge wächst so auf und er entwickelt sein Fremdenzimmer, denn in Hausach und in vielen Bereichen des Schwarzwalds heißt übrigens bis heute noch ein Gästezimmer Fremdenzimmer, entwickelt sein Fremdenzimmer aus dieser ständigen Bewegung. Morgen Nachmittag Gemeinde Heilbeere heißt das. Und wie soll von der einen Mutter zu der anderen übersetzt werden, wenn die doch kein Alemannisch versteht? Mama, mañana vamos a los Heidelbeeren, a buscar Heidelbeeren. Was hier miteinander in Verbindung gebracht wird, ist zunächst einmal ein alemannischer Ausgangssatz, der in die andere Sprache übersetzt wird, ins Spanische, aber der Begriff Heidelbeeren nicht präsent im Sprachwortschatz des Spanischen von des kleinen Kindes, wird in das Hochdeutsche Heidelbeeren übersetzt. Eine äquipolente Situation, in der sowohl die Ausgangsbasis des Sprechenden als auch der Hörenden mit einbezogen wird. Ein translinguales Sprechen, das die unterschiedlichen Sprachen miteinander verbindet. Aus dem Alemannischen also sowohl gleichzeitig ins Spanische als auch ins Hochdeutsche, ins Schriftdeutsche, wie wir mit den Schweizern sagen könnten, übersetzt. Eine komplexe, sprachliche und hier sehr filigran in den Text eingebaute Überlegung zum ständigen Bewegungsraum, sozusagen zwischen den Treppen im Treppenhaus, dieses Hauses der Sprache. Doch eigentlich müsste ich nicht den Heideggerschen Begriff des Hauses der Sprache verwenden, sondern den des Hauses der Sprachen. Denn hier ist ständig die Sprache in Bewegung. Es ist ständig ein Zwischenraum geschaffen, der zwischen diesen verschiedenen Sprachen pendelt. Wie aber verändert sich dies in der weiteren Biografie des kleinen Jungen? Das nächste Haus ist nicht das Wohnhaus, nicht das Elternhaus, ist auch nicht das Haus der Sprachen, sondern es ist das Haus der Sprache einer Sprache. Und es ist nicht im zweiten Essay der zwei, das sind nicht die beiden Mütter, sondern es ist ein Lehrer, ein Deutschlehrer. Ein Deutschlehrer, der Hochdeutsch spricht und der alles, was nach Alemannisch riecht, aus dem Klassenzimmer verbannt. Sowohl die einzelnen Schüler, darunter auch das Ich, als auch die Texte, als auch die Sprache. In diesem Kontext also haben wir es nicht mit einer Konvivenz der Sprachen zu tun, sondern mit einer Sprachenverdrängung oder Sprachenauslöschung. Eine, die mit der Schule beginnt und die einen stark politischen Akzent hat, denn hier wird gefordert,
der Hochsprache zu entsprechen, um später über dieselben sozialen Qualifikationen und Chancen verfügen zu können. Das ist das Argument. Die Exklusion des alemannischen, aber natürlich auch aller anderen präsenten Sprachen, die von Beginn an da sind, im Kontext einer Migration, die nicht die des Ichs ist, sondern die der kleine Junge, von dem hier die Rede ist, ist wie José Oliver 1961 schon im Schwarzwald geboren, eine Situation herstellt, in der eine monolinguale Zielsituation ausgehend von einer translingualen als verpflichtend dargestellt wird. Die Tatsache, dass das Ich 250 Mal den Namen des großen deutschen Klassikers in der Pause niederschreiben muss, ich möchte jetzt nicht an einen sehr populären Kinofilm und Bestseller und dessen Titel appellieren, den Sie sicherlich in der Vorstellung haben, und ich möchte auch nicht die Begrifflichkeit des Titels benutzen, aber diese Situation vermeidet nicht oder verhindert nicht, dass das Ich, der kleine Junge, von der Logosphäre zur Graphosphäre findet. Dieser Weg von der Logosphäre zur Graphosphäre ist einer, der im Alemannischen gegeben ist. Er findet, das Kind findet den Sprachhebel mit Johann Peter Hebel und damit der Präsenz einer alemannischen Literatur, die bekanntlich über eine lange Tradition verfügt. Übersetzung heißt bei Oliver übrigens auch gerade bei den andalusischen Übersetzungen von Federico García Lorca oder auch von Rafael Alberti, aber jetzt auch gerade in einem kleinen Bändchen, das auch in diesem Jahr erschienen ist, bei Oliver nicht Übersetzung oder Übertragung, sondern Einschreibung. Einschreiben in diesem Sinne in eine Graphosphäre, in ein Schreiben innerhalb einer anderen Sphäre, die freilich die Verschiedenartigkeit der Sprachen nicht ausschließt, sondern einschließt. Im Haus der Sprachen gibt es keine Perspektive, die eine Zentralperspektive wäre. Es wäre interessant, an dieser Stelle über die Zentralperspektive zu sprechen, eine Erfindung bekanntlicherweise der italienischen Frührenaissance im 15. Jahrhundert. Wir wissen heute, dank der Studien, unter anderem auch von Hans Belting, dass dies eine arabisch-italienische Koproduktion war zwischen Florenz und Bagdad. Aber wir wissen auch, dass es die Erfindung der Zentralperspektive war, die Europa in eine expansive Situation und die Möglichkeiten hierzu brachte. Zentralperspektive hat also etwas zu tun mit Macht, hat etwas zu tun mit einer Konzentration von Macht oder Machtfülle. Und genau dem geht hier, entgegen des Deutschlehrersrat, das Ich einen anderen Weg. Schimpf und Widerstand heißt dieses Kapitel. Und im Widerstand entsteht zugleich auch eine Widerständigkeit der unterschiedlichen Sprachen, die José Oliver in seinen Protagonisten, in dieses Kind, das in die Sprachwelt hineinkommt, bei. Der Übergang von der Logosphäre zur Graphosphäre ist also einer, der zugleich aber auch unterschiedliche Perspektiven. Kein Gegenstand hat Anspruch darauf, nur aus einer Perspektive wahrgenommen werden zu können. La Luna und der Mond oder La Muerte und der Tod oder wie es in einem anderen Text heißt, El Muerte, also die Tödin, sind äquipollent. Sie sind nicht gleich, sie sind gerade radikal different und doch sind sie in dieser unterschiedlichen Benennung eines außersprachlichen Referenten zugleich auch wie ein kubistisches Gemälde. Ich sehe den Gegenstand von verschiedenen Seiten gleichzeitig und ich kann ihn anders sehen. Ich kann ihn in seinen Bewegungen sehen, ich kann ihn in seiner Verschiedenartigkeit sehen. In dieser kubistischen Dimension ist zugleich auch das Spiel zwischen Hochsprache und Alemannisch oder zwischen Deutsch und Alemannisch, denn für José Oliver ist das Alemannische eine eigene Sprache und kein Dialekt, weil es auch über eine eigene literarische Tradition verfügt, gegeben. Wenn im Alemannischen also zum Beispiel kein Imperfekt besteht und die Präsenz der Vergangenheit dadurch ausgedrückt wird, dass die Vergangenheit präsentisch ausgedrückt wird, präsentisch vorgeführt wird, dadurch, dass alles im Perfekt verhandelt wird, was eine andauernde Vergangenheit in der Gegenwart
entfaltet. So ergibt sich daraus eine andere Position gegenüber der Vergangenheit und gegenüber Tradition. In dieser Präsenz des Vergangenen wird zugleich auch eine Fragestellung, auf die ich später noch eingehen werde, ganz virulent, nämlich die Frage nach der Zukunft. Prospektive Kraft der Literatur. Denn wenn wir ein Vierteljahrhundert lang, und das war eine wichtige Zeit, gar keine Frage, das Paradigma der Memoria, der Erinnerung und des Gedächtnisses mit Blick auf die Literatur verhandelt haben, dann ist heute eine andere Zeit. Dann ist heute ein anderer Fragehorizont, mit dem an Literatur herangegangen werden kann, nämlich die Frage, inwieweit Zukunft gestaltet wird. Die prospektive Dimension, prospektive Macht, prospective power der Literatur. Und genau hierin möchte ich auch nachher vielleicht auch ein wenig mit Ihnen sprechen. Zugleich betont der Junge, der anfängt zu schreiben, zunächst auf Alemannisch, die frühen Gedichte von José Oliver wurden vor nicht allzu langer Zeit veröffentlicht, zugleich spricht dieser junge Mann das Ungesagte aus. Das ist das Ziel. Und eigentlich ist genau das das Ziel der Literatur. Nämlich das Imaginierbare in das Imaginierte, das Nicht-Sagbare oder noch Ungesagte in das Gesagte, das noch Nicht-Gehörte in das Hörbare, das noch Nicht-Geschriebene in das Geschriebene, das noch Nicht-Lesbare in das Gelesene und das Gelesene in das Gelebte zu übersetzen. Die Beziehung zwischen Literatur und Leben ist eine intensive, es ist nicht gleichzusetzen. Wir wissen, was mit Don Quixote geschah, der Ritterromane mit der Wirklichkeit gleichsetzen. Wir wissen, was mit Emma Bovary geschah bei Flaubert, die Romane der Romantik mit der Wirklichkeit gleichsetzte. Die Literatur stellt immer ihre Warnzeichen auf, vor einer Gleichsetzung von Literatur und Leben. Und doch hat das Leben mit der Literatur eine ganz zentrale Verbindung. In dieser intensiven, intimen Verbindung zwischen Literatur und Leben liegt eine ganz wesentliche Fragestellung der Literatur. Wenn wir also in diesem Zusammenhang eine Frage an die Literaturen der Welt richten und nach den Zwischenwelten schreiben, dann geht es genau darum, wie wir die Möglichkeit entfalten können, Literaturen als Denkschulen für ein viel logisches Denken und als Laboratorien für mögliche andere Lebensformen, gewiss auch Lebensnormen entfalten können. In der Literatur der Zwischenwelt oder im Zwischenweltenschreiben, also in der Graphosphäre des Zwischenweltensprechens, in dieser Graphosphäre entwickelt sich Landschaft. In den Landschaften, die diese Literatur entfaltet, aber haben wir es mit einander wechselseitig überlagernden Landschaften zu tun. Es sind Landschaften der Theorie, nicht Theorie einer Landschaft, sondern Landschaften der Theorie in dem Sinne, dass eine Landschaft ein grundsätzliches Verhältnis des Menschen zu seiner Umwelt zeigt. Die Landschaften von José Oliver sind Überlagerungslandschaften. Da ist das grüne Meer des Schwarzwalds mit seinen Bäumen, mit seinen Tannen. Und zugleich kippt es immer wieder in das blaue Meer von Malaga, das andalusische Meer, das spanische Meer, das Mittelmeer, das der Großvater, der geliebte Großvater, immer wieder befuhr. In diesem Kippen, ständigen wechselseitigen Überlagerungen, werden insuläre, archipelische Strukturen deutlich. Denn überlagern kann sich eigentlich nur das, was voneinander getrennt ist, nicht kontinuierlich miteinander verbunden ist. Archipelische Denkstrukturen aber sind zentral im Zwischenweltenschreiben. Archipelisch heißt, dass eine Insel immer
zumindest über zwei verschiedene Logiken verfügt. Es ist auf der einen Seite eine eigene Welt, also eine Inselwelt, in der eine eigene Logik, eine eigene Geschichte, ein eigenes Klima und so weiter herrschen, und gleichzeitig eine Inselwelt, in dem Sinne, dass sie mit anderen Inseln verbunden ist. Beruht auf einer Diskontinuität, die nicht überbrückbar ist. So wie zwischen den beiden Müttern keine Kontinuität herrscht. Das sind zwei verschiedene Menschen in ihren Differenzen, mit ihren Unterschieden, mit ihren unterschiedlichen Geschichten und Sprachen und Kulturen. Diese archipelische Grundsituation also ist eine, die fundamental von Bedeutung ist für das Schreiben im Zwischenraum, für das Zwischenweltenschreiben. Es gilt eben nicht nur eine Logik, es gilt eben nicht nur die eine Dimension. In diesem Sinne haben Migration und Literatur ungeheuer viel miteinander zu tun. Wenn im literarischen Raum, der in der Ortenau, das ist der Bereich sozusagen auf der badischen Seite von Straßburg, also in den Schwarzwald hinein, wenn in dieser Ortenau oder wie es im Text heißt, in dieser Wortenau, die Worte unter den Worten sind, die Landschaften unter den Landschaften und die Literaturen unter den Literaturen, dann haben wir es hier mit einer Situation zu tun, in der der abenteuerliche Simplicissimus Deutsch von Grimmelshausen eben diskontinuierlich verbunden ist mit dem Don Quixote von Cervantes. Und Cervantes, in Cervantes die Rückgriff eben nicht nur auf den Ritterroman, sondern auf die Novella Picaresca, auf den Picaro-Roman, den Schelmenroman. Und von daher eine Welt ständiger Bewegung, Ups und Downs, die Gattung, die an der Wiege des modernen europäischen Romans stand. Der Picaro, der die gesamte Gesellschaft durchstreift, von unten und von oben kennt, aus den höchsten sozialen und politischen Positionen, wie auch von ganz unten aus dem Gefängnis. In diesen Überlagerungen im literarischen Raum entsteht etwas, das weit entfernt ist von jeglicher Form nationalliterarischer Gestaltung. Es gibt Traditionen, die man sich einschreibt, aber diese Traditionen sind translingualer Art. Sie sind nicht auf eine einzige Sprache und Kultur begründet und begrenzt. Sie sind beides oder mehreres zugleich. In Olivers Fall sind es vier Sprachen. Migration und Literatur scheint zugleich auch gekoppelt an das Nomadische, das Nomadisierende. Das Element, das sozusagen den Blickpunkt ständig verändert. Hier bei Oliver ist das gar keine Frage, die Flamenco-Kultur und damit die Verbindung zu dem, was man in Spanien Los Gitanos nennt. Und in dieser Verbindung zu dem Nomadischen, zur nomadischen Produktion von Wissen, also einem Wissen, das nicht aus einer einzigen Perspektive, aus einer einzigen Tradition, aus einer einzigen, von einem einzigen Ort herkommt, sondern von verschiedenen Orten her, wobei die Relation zwischen diesen verschiedenen Orten immer wieder verändert werden. Eine französische Literatur der Roma ist und klingt anders als die beispielsweise im deutschsprachigen Raum. Es ist eine vielsprachige, nomadische Dimension, die, das müssen Sie mir jetzt erlauben, als großem Liebhaber von Alexander von Humboldt, die wir auch etwa in den Reiseberichten Alexander von Humboldts finden, das Springen von einer Sprache zur anderen, das nomadisierende Wissen, das sich nicht auf einen einzigen Blickpunkt zurückzieht und nicht von diesem einzigen Blickpunkt aus Gewalt ausübt. Das ist im Bereich des Zwischenweltenschreibens von ganz zentraler Bedeutung. Der Homo migrans ist so alt wie der Homo sapiens. Wir migrieren, seit wir emigrieren und immigrieren, seit es uns gibt. Im Namen von Europa ist dieses eigentlich ganz wunderbar aufgehoben. Denn die schöne Europa, die schöne Königstochter, sie kommt von einem Strand außerhalb Europas, von einem Bereich, den wir heute als Nahen Osten bezeichnen, geraubt von einem Gott.
und damit Tateinheit von Deportation und Vergewaltigung. Wenn in die Geschichte Europas also diese Migration im Sinne auch einer Deportation und zugleich in Tateinheit mit der Vergewaltigung die Gewalt schlechthin eingeschrieben ist, dann wird in den Bearbeitungen dieses Europastoffes, der in den Zwischenweltenschreiben, so häufig auch immer wieder angespielt wird, etwas von dem deutlich, was in den Migrationen Europa immer erst auch als ein Europa in Bewegung entfaltet hat. Das Buch von Klaus Bade, Europa in Bewegung, ist hierfür ein ganz gutes Beispiel. Zugleich aber ist Europa auch immer ein Europa als Bewegung. Europa wird, wurde und wird auch künftig durch Bewegungen konstituiert. Und wenn es bestimmte Bahnungen gibt, dann werden wir darauf aufmerksam gemacht, dass ein Raum immer nur durch Bewegung entsteht. Dieser Raum etwa kann nur dadurch entstehen, heute, hier, in dem die unterschiedlichsten Herkunftsorte, Sie haben einige genannt, liebe Frau Pack, hier zusammenfließen. Sie kommen von unterschiedlichen Orten und schaffen hier einen Raum, der nur dann verstehbar ist, wenn ich ihn als Bewegungsraum sehe. Diese Bewegungen sind Bahnungen. Sie nehmen zugleich auch aus der Vergangenheit kommend Zukunft vorweg. Und in gewisser Weise sind die Migrationen, die wir heute aus dem, was wir heute Nahen Osten nennen, in Deutschland beobachten, in einer langen Migrationsgeschichte, nicht nur im mythologischen Sinne, immer schon präsent. In dieser Migration also liegt vieles von dem, was sich dann an Zwischenweltenschreiben entfaltet. Die deutsche Literatur, so viel kann man heute sicherlich schon sagen, wird wie die französische, wird wie die schwedische, wird wie viele andere europäische Literaturen in diesen Bewegungen, durch diese Bewegungen verändert werden. Literatur enthält ein Lebenswissen und dieses Lebenswissen ist zugleich auch immer ein Überlebenswissen. Es ist die Umwandlung, die Transformation, jedenfalls dann, wenn sie gelingt, von Gewalt. So wie der Mythos von der Vergewaltigung Europas auch diese Gewalt produktiv zu verändern, zu transformieren sucht. Denken Sie an Scheherazade, die oft immer wieder beschworene Gestalt aus Tausend und einer Nacht. Erzähl gut, dann kannst du deinen Kopf bewahren. In dieser alten Geschichte von Tausend und einer Nacht, deren Rahmenerzählung aus einem Zeitraum von vor weit über 2000 Jahren nicht aus dem arabischen, sondern aus dem indischen Raum stammt, wird uns vorgeführt, in welcher Weise die Literatur, oder eigentlich müsste ich sagen, die Literaturen der Welt, ein Lebenswissen und Überlebenswissen entfalten, in dem ganz bestimmte Gnosseme, Wissenselemente, uns etwas von dem weitergeben, was über einen Jahrtausende alten Traditionsstrang zu uns kommt. Denn die Literaturen der Welt verfügen nicht über einen Anfang, sie verfügen nicht über eine Herkunft, sie werden nicht in einer Sprache geschrieben. Die Literaturen der Welt kommen zu uns aus unterschiedlichsten Traditionen. Im letzten Drittel des dritten Jahrtausends vor Christus, unserer Zeitrechnung, das Gilgamesch-Epos aus Mesopotamien, also exakt aus dem Raum, mit dem wir es hier zu tun haben. Eine unserer zentralen Traditionen, nicht nur für die biblische Tradition, sondern auch für die literarische Tradition. Das Gilgamesch-Epos als das Epos, das wir als zentral für unsere eigene Traditionslinie der europäischen Literatur erachten. Außerhalb Europas. Von außerhalb Europas kommen. Oder das Zijing aus dem chinesischen Bereich. Da kein Epos, sondern kurze Mikrotexte, in denen sich Bewegung auf andere Art kristallisiert. Auch hier ständig ein Wissen von und über das Überleben, über Leben und das Zusammenleben. Zusammenleben mit den Göttern im Gilgamesch-Epos, das Zusammenleben mit den verschiedenen Menschen, mit den Tieren, mit den Pflanzen, mit den Dingen. Konvivenz, also in einem umfassenden Sinne, als die
Möglichkeit, die uns die Literatur in dem gespeicherten Lebenswissen, das transportiert wird, eröffnet. Die Literaturen der Welt als jenes prekäre Wissen, das doch länger als jedes andere diskursive Wissen auf diesem Planeten existiert. Es hat die Gebäude, in denen diese Literatur verfasst wurde. Literatur ist ein städtisches Phänomen. Es hat die Architektur. Es hat die politischen Systeme überdauert. Ja, es hat sogar die Sprachen überdauert, in denen diese Literaturen der Welt verfasst wurden. Die Sprache des Gilgamesch-Epos wird nicht mehr gesprochen. Das Gilgamesch-Epos wird noch immer gelesen. Die Literaturen der Welt enthalten also entfalten ein Wissen, das in den unterschiedlichsten Formen und Normen noch immer in den Literaturen der Welt, die wir lesen und insbesondere auch im Zwischenweltschreiben, also im Partizipieren an unterschiedlichen Traditionslinien, enthalten ist. Literatur also als eine spezifische Form des Wissens und genau hier auch eines Wissens, das in die Zukunft hinein gedacht wird. Wie also können wir mit diesem Wissen umgehen? José Oliver hat im Postskript zu seinem Fremdenzimmer auf eine Reise zur Frankfurter Buchmesse aufmerksam gemacht aus dem Jahre 1981. Der junge Dichter ist gerade 20 Jahre alt und wird mitgenommen von einem italienischen Gastarbeiter. Und tatsächlich gehen sie auch nicht zur Frankfurter Buchmesse, sondern punktgenau daneben in eine kleine Assoziation, in der die Literatura Gast vorgestellt wird, parallel zur Buchmesse. Es sind diese Zeiten einer als Gastarbeiterliteratur bezeichneten Literatur, die eingeblendet werden, auch an vielen Stellen in die Literatur, nicht nur von José Oliver, sondern selbstverständlich auch von anderen großen Autoren, die längst nicht mehr neben der Frankfurter Buchmesse lesen, wie damals, sondern mittlerweile in den Hallen der Frankfurter Buchmesse lesen und auch eine Vielzahl von literarischen Preisen. Ich denke nur an Emine Sefgi Özdamer, an Yoko Tawada oder an viele andere wie Melinda Nagyabonji, 2010 Buchpreis, deutscher Buchpreis, erhalten haben. Es hat sich sehr viel verändert und doch, wenn wir zum Beispiel eine Zeitschrift wie Literaturen aus dem Jahrgang 2005 öffnen, sehen wir, dass dort in einem Gespräch mit Navid Kermani und mit Theresia Mora und anderen von einer Literatur die Rede ist, die nicht ganz deutsch sei. Titel, die nicht ganz deutsche Literatur. Es sind also noch viele Schritte zu tun, um die Last der Gastarbeiterliteratur über Listen der Benennung aus dem Kontext der Migrantenliteratur und der Migrationsliteratur pejorative Begriffe, die auch einen ganz komplexen Lebenshorizont auf eine spezifische Erfahrung reduzieren, überwinden, Zwischenwelten schreiben. Wie also die Last über List zu einer Lust der Literatur werden kann. Genauso wie bei José Oliver die Last, ein Gastarbeiterkind zu sein, von dem man sagt, dass es wieder Gastarbeiter sein wird. Gastling, wie er es nennt, in einer Verbindung zwischen Gast und Fremdling. Über die List des Zwischenweltenschreibens, des Treppenhauses, des Verbindens, der Äquipollenz, der Kontinuität, des Pendelns zwischen mehreren Sprachen, Kulturen, Welten, zu einer Lust eines neuen Schreibens, einer neuen Literatur wird, die in der Tat, wie viele der großen Autorinnen und Autoren des Zwischenweltenschreibens, diese Literaturen verändert hat. Lassen Sie mich mit einem anderen Vertreter dieser Literaturen ohne festen Wohnsitz in den Schlussteil dieser Überlegungen gehen, mit Amin Maalouf, mit seinem Essay 2009 erschienen,
eines Autors, der 1949 geboren, in Beirut geboren, in französischer Sprache vor allem schreibt, ein wenig auch auf Arabisch, aber in französischer Sprache und von daher auch hier eine andere Seite der Tradition des Zwischenweltenschreibens, des translingualen Zwischenweltenschreibens verkörpert, nämlich des Schreibens jenseits der eigenen Muttersprache. Er hat nicht nur in seinem grundlegenden Essay über les identités meurtrières, über jene tödlichen Identitäten, die dadurch tödlich werden, dass sie Identität auf einen einzigen Punkt reduzieren, zum Beispiel eine Glaubenszugehörigkeit, reduzieren, tödlich werden, hat nicht nur in Identité meurtrière kurz vor der Jahrtausendwende einen grundlegenden Essay für das Verständnis unserer Zeit, wie mir scheint, geschrieben, sondern neben seinen vielen Romanen, darunter auch mit dem Prix Goncourt ausgezeichnete Romane, 1993 hat er den Prix Goncourt, sozusagen den wichtigsten französischen Literaturpreis, erhalten, sondern er hat auch im Jahr 2009 mit Le Dérèglement du Monde, mit also der Weltentregelung versucht, eine neue Auseinandersetzung vom literarischen Standpunkt auszuführen. Nous sommes entrés dans ce nouveau siècle sans boussole. Wir sind in dieses neue Jahrhundert, eigentlich könnte man auch sagen Jahrtausend, ohne Kompass eingetreten. Es ist eine Weltentregelung auf allen Ebenen, so sein erster Absatz, sowohl auf der Ebene des Finanziellen, also Finanzkrise, auf der Ebene des Klimatischen, Klimakrise, auf der Ebene der Migration, auf der Ebene des Politischen und so weiter. Dieser Konstat, dieses Konstatieren einer Situation der Weltentregelung zu Beginn des 21. Jahrhunderts führt aber nicht zu Pessimismus, sondern zu dem Versuch, zum Beispiel den Begriff der Globalisierung nicht mehr nur ökonomisch zu verstehen. Auch wenn dieser Begriff der Globalisierung, der eigentlich ein Phänomen beschreibt, das seit 1492 namhaft zu machen ist und das in unterschiedlichen Phasen der Beschleunigung sozusagen sich in unser Globalisierungsverständnis durchpaust. Das, was übrigens Alexander von Humboldt schon in seiner Globalisierungstheorie mit Blick auf die erste Phase beschleunigter Globalisierung, also die spanische und portugiesische, also iberische Expansion, festgestellt hat, dass nämlich die Verteilung der Macht und Gewalt auf der Oberfläche der Erde innerhalb von 6 Jahren zwischen 1492 und 1498 entschieden ward. Ganz interessanter Satz aus einem Zeitraum zu Beginn des 19. Jahrhunderts, sehr viel über die Globalisierungsfrage aufwirft, was uns heute interessieren müsste. Eine Problematik der Globalisierung auch anspricht, die eben nicht finanziell und nur wirtschaftlich zu sehen ist. Amin Maalouf versucht, Globalisierung als einen kulturellen, man könnte mit einem Begriff des kubanischen Anthropologen sagen, transkulturellen Prozess zu sehen, der nur unter Einbeziehung dieser kulturellen Dimension adäquat verstanden werden kann. Das Aussparen dieser kulturellen Dimension und die Reduktion auf die finanziellen und ökonomischen und vielleicht auch politischen Elemente verengt den Blick zu einer Zentralperspektive, die negative, im Sinne von Maalouf, katastrophale Konsequenzen zeitigt. In diesem Kontext also die Überlegung zu Le Dérèglement du Monde und die Notwendigkeit, zur Literatur zu gehen. Denn die Literatur ist das, was das Intimste eines Volkes oder einer Gruppe uns präsentiert, so Amin Maalouf. Wir werden nichts von den Propagandaabteilungen der Politik und wir werden nichts von den Massenmedien darüber lernen, wie eine Andersheit, wie ein anderes Volk, eine andere Kultur funktioniert, so Maalouf, sondern wir müssen zur Literatur gehen. Denn die Literatur erlaubt uns diesen intimen Zugang zu den Träumen, zu den Absichten, zu den Weltsichten, die sich in einer bestimmten Sprachengemeinschaft, in einer bestimmten Gemeinschaft entfaltet haben. Dieses
Wissen der Literatur und der Welt ist von ganz zentraler Bedeutung, um unsere Situation in dieser Welt einschätzen zu können. Und ich würde hinzufügen, auch mit Blick auf eine philosophische Frage, die keineswegs abstrakter Natur ist. Nämlich die Frage nach der Alterität, die Frage nach dem Anderen, die Frage nach der Konstruktion des Anderen. Wenn man mit Vincent Descombes ganze Philosophien, zum Beispiel in diesem Fall die französische Philosophie des 20. Jahrhunderts, unter dem Label Alterität, also der Auseinandersetzung zwischen einem Selbst, le même, und einem anderen, l'autre, das ist der Titel von Vincent Descombes Werk, le même et l'autre, fassen könnte, dann ergibt sich die Problematik einer solchen Situation, in der immer ein Ich andere zu dem anderen stempeln. Diese Alterität oder dieses Othering, dieses in den anderen verwandeln, findet sich in der Literatur in gänzlich anderer Weise, nämlich in einer polylogischen, vervielfachenden Weise. Die Reduktion auf einen einzigen anderen scheint mir heute eines der grundlegenden diskursiven Probleme zu sein. Seit den 90er Jahren gibt es Entwicklungen, die dieses Othering, also dieses Erklären anderer Gruppen zum anderen, kritisch hinterfragen. Julia Kristeva beispielsweise in Étranger à nous-mêmes, in der das in einem Band, in dem das andere zum Teil das Ich erklärt wird, durchaus in einem psychoanalytischen Sinne auch. Oder Svetan Todorovs La Conquête de l'Amérique, la question de l'autre, die Frage nach dem anderen. Also seit Kolumbus, seit Beginn der Expansion Europas, seit Beginn der ersten Phase, beschleunigt der Globalisierung, die Transformation der Vielfalt der Kulturen in das andere, in den anderen. Damit sind viele Probleme verbunden, auch die Problematik des Dialogs der Kulturen, grundlegend für das größte derzeitige kulturelle Projekt in Deutschland, für das Humboldt-Forum. Dialog der Kulturen kann leicht zu dem werden, was es so oft geworden ist, nämlich ein Dialog zwischen wir und die anderen, zwischen uns und den anderen. Viel logischer, auf äquipolenten, also gleichgültigen, aber eben nicht den Phänomenen gegenüber gleichgültigen Handlungsweisen scheinen mir notwendig zu entwickeln zu sein. Und es sind diese Fragestellungen, die gerade die Literaturen des Zwischenweltenschreibens entfaltet haben, die über eine lange Tradition verfügen, aber zugleich doch in der vierten Phase beschleunigter Globalisierung seit Beginn der 80er Jahre des zurückliegenden Jahrhunderts und in diese aktuelle Phase, in der wohl die vierte Phase beschleunigter Globalisierung auszulaufen scheint, in diesen Jahren auszulaufen scheint, eine Entfaltung genommen haben, die uns ermöglichen, jenseits dieser Kategorisierungen zwischen dem eigenen und dem Fremden, zwischen dem Ich und den anderen, sozusagen diese Fragestellungen hinter uns zu lassen und anders zu denken, in dem Sinne, dass wir viel logisch denken. Am Ende von Amin Maalouf's Le Dérèglement du Monde, wie gesagt von 2009, steht dann nach dem ganzen Durchgang der simple, wieder ein simpler Constat, wieder eine simple Festhaltung einer Tatsache, die sich nur schwerlich beschreiben lässt, dass wir in der Menschheitsgeschichte auf der technologischen und auf der materiellen Ebene ungeheure Fortschritte gemacht hätten, nicht aber auf der moralischen und auf der ethischen. Dieses Zurückbleiben auf der moralischen und der ethischen Ebene bringt Maalouf, wer will es im Verdenken, mit dem Schreiben zusammen, also mit der Frage nach den Literaturen der Welt, wie wir es nennen könnten. Das Zwischenweltenschreiben quer durch die Literaturen der Welt ermöglicht uns, in einer Denkschule des Viellogischen und in einem Laboratorium der künftigen Lebensformen und Lebensnormen auch die prospektive Kraft
der Literatur zu entfalten. Für neue Lebensformen und Lebensnormen, die in der Zukunft liegen. Denn die Herkünfte der Literatur und der Welt sind vielfältig, wie ihre Sprachen und Kulturen. Auch die Zukunft sollten es sein. Dankeschön. Ja, Herr Professor, erstmal, glaube ich, im Namen von allen ein ganz herzliches Dankeschön für diesen sehr, sehr reichen und für meine Seite sehr beeindruckenden Vortrag, der wirklich eine Art Rundumschlag war und unheimlich viele Themengebiete. Ich habe mir wahnsinnig viele Notizen gemacht. Ich glaube gar nicht, dass wir das in der halben Stunde alles hier abhandeln können. Aber ich möchte doch vielleicht einige Fragen aufgreifen, die mir im Rahmen dieser Thematik zwischen Welten schreiben, wichtig erscheinen. Und ich bitte nachzusehen, wenn wir vielleicht einige Doppelungen haben, aber es sind, glaube ich, Themen, die nochmal durchaus vertieft werden sollten. Was mich vielleicht interessiert, Sie haben natürlich auch eine gewisse, so eine Art Genealogie dieses Zwischenweltenschreibens angedeutet und heute festgestellt, dass wir eine Art Bruchstelle sind, wo sozusagen eine ganz neue Herausforderung ist. Gleichzeitig stellen wir natürlich fest, dass dieses Zwischenweltenschreiben etwas ist, was die Menschheitsgeschichte, die ja auch eine Geschichte von Migration, von Bewegung, wie Sie auch richtig gesagt haben, dass Raum sich natürlich erst durch Bewegung manifestiert und entsteht, dass das etwas ist, was uns ständig begleitet hat. Und vielleicht können wir auch noch mal darauf eingehen, auf diese Art Genealogie, die sich sozusagen durch diese, die auch die, diese Gattung dieses Zwischenweltenschreibens bestimmt und der Besonderheit, vor dem wir heute stehen und was das auch für diese Zwischenräume bedeutet, was das für diese Treppenhäuser, das war ein wunderschönes Bild, fand ich, bedeutet, die natürlich in einer globalisierten Welt, in einer durch und durch mediatisierten Welt einen unheimlichen Transformationsprozess auch durchschreiten. Sie haben das sozusagen diese Konstruktion des Ich und des Anderen, worüber ja auch Identität entsteht, sozusagen in Abgrenzung zu dem Anderen und bis zum gewissen Grad auch so eine Art binäres Denken, also Europa, der Orient und die Reise dazwischen. Diese Zwischenräume natürlich und die Reisen, die man dort gemacht hat, waren natürlich eindeutiger als heute, wo wir natürlich diese Zwischenwelten oder diese anderen Welten sehr viel unmittelbarer bei uns haben. Vielleicht können wir darauf nochmal eingehen, dass wir auch den Unterschied vielleicht markieren und die Frage, die sich daran anschließt, ob wir heute wirklich eine Besonderheit, eine besondere Bruchstelle erleben oder ob das nur eine weitere Etappe ist in der unendlichen Geschichte der Bewegung von Menschen und der Konstruktion von Identität. Ja, vielen Dank. Das ist natürlich jetzt eine sehr komplexe Frage, die ich sehr, sehr gerne aufgreife, weil sie im Grunde ins Herzen der ganzen Diskussion zielt. Es ist eine in einer Kontinuität stehende Epoche, die wir erleben, die doch ihre radikale Besonderheit hat. Also ich glaube nicht, dass wir unsere Epoche verstehen können, wenn wir die früheren Phasen beschleunigter Globalisierung nicht begreifen und auch nicht gleichzeitig sehen, inwieweit sich dortige Asymmetrien, Strukturen, Machtverteilungen auf dem Planeten in unserer heutigen Welt durchpausen. Und doch dürfen wir darüber nicht die Besonderheit sozusagen unserer aktuellen Lage vergessen, weil ich glaube auch, dass man dann sehr, sehr gut sehen kann, inwieweit wir jetzt auch an ein wieder vorläufiges Ende dieser Beschleunigungsphase der Globalisierung gekommen sind. Und die das Zwischenweltenschreiben zeigt es eigentlich ganz deutlich. Spannend ist es auch zu sehen, inwieweit sich bestimmte Bewegungsmuster sozusagen aufrechterhalten. Dort, wo Bewegungen sich verändern, verändern sich die Räume fundamental. Implodieren
Wir können das im Moment im Nahen Osten sehen, so wie wir das auch über einen relativ deutlichen Zeitraum auch im alten Jugoslawien sehen konnten. Wenn sich die Bewegungen verändern, implodiert, dann kann ein Raum implodieren oder er kann eben halt auch in einem kriegerischen, gewalttätigen Chaos auseinanderbrechen. Literaturen, gerade durch diese Möglichkeit, die sie haben, sich an die ältesten Traditionen anzuschließen, die über Jahrtausende zurückreichen und doch diese Tradition immer wieder in einem Übersetzungsvorgang auf unsere Gegenwart beziehen und damit Zukunft zugänglich machen. In dieser Bewegung, glaube ich, kann man sehr, sehr deutlich sehen, dass, worin die Besonderheit unserer Epoche liegt. Diese Besonderheit hat natürlich auch mit den materiellen Möglichkeiten zu tun. Ich kann mich heute zwischen unterschiedlichen Orten relativ schnell bewegen. Ich kann also nicht mehr wie im 16. Jahrhundert oder selbst noch zur Zeit der großen Berliner Debatte um die neue Welt, 18. Jahrhundert oder im 19. Jahrhundert, mich sozusagen auf den großen Reisen über Jahre bewegen, sondern ich kann das sehr schnell tun. Marco Polo war Jahrzehnte auf der Reise. Im 13. Jahrhundert, im 14. Jahrhundert ist es Ibn Battuta, der seine Weltreise sozusagen bis an die Grenzen Chinas hin ausdehnt und ebenfalls über lange Jahre praktisch ein Leben auf der Reise verbracht hat. In seinem Falle ist das zwischen 1325 und 1353. Also über einen sehr, sehr langen Zeitraum seines eigenen Lebens. Heute können wir diese Entfernung relativ schnell überbrücken und wir können mehr noch zwischen diesen Entfernungen pendeln. Das gibt uns neue Möglichkeiten der Einsicht. Ich würde durchaus auch im Übrigen mit Blick auf die Philologie, der ich selber angehöre, auch die Möglichkeit sehen, sozusagen eine Philologie ohne festen Wohnsitz zu entfalten. Sie setzt noch immer Bewegung voraus. Also von daher auch ständige Wechsel der Perspektive und damit nicht verpflichtet sein, einem einzigen Diskurs, einer einzigen Sprache, einer einzigen Tradition, das heißt die philosophische oder theoretischer Natur, die uns dann festlegt in einer einzigen Zentralperspektive, von der aus wir dann wieder die Welt erklären. Das ist das radikal Neue. Es ist nicht absolut neu, weil Pendeln immer schon eine gewisse Möglichkeit als Möglichkeit gegeben war. Wir kennen Biografien aus dem 16. Jahrhundert, in dem es 6, 7, 8 Atlantiküberquerungen gab, von Schriftstellern auch oder von Menschen, die geschrieben haben oder gemalt haben. Aber die Möglichkeiten, die wir heute haben, intensivieren und radikalisieren das. Das heißt, wir können gerade auf der Ebene auch des Zwischenweltenschreibens sehr schön sehen, wie sich hier, ich sage nicht explosionsartig, aber doch in einem ganz grundlegenden Sinne die Literaturen transformieren. Wir können auch nicht mehr von Weltliteratur sprechen. Das ist ein goethisches Konzept, das eine Reaktion war auf eine frühere Beschleunigungsphase und eine sehr kluge Reaktion war, aber die heutige Weltliteratur sind Literaturen der Welt. Sie sind nicht mehr nach einem einzigen sozusagen Denken her geformt und nicht auch mehr von einem einzigen Ort her sozusagen planbar. Und so wäre es die Frankfurter Buchmesse. Also insofern ist es auch hier eine ganz komplexe Entwicklung, die gerade nicht dazu führt, das ist ja in den 50er und 60er Jahren in der Nachkriegszeit sehr häufig prognostiziert worden, Homogenisierung, Durchsetzung einer einzigen Sprache, Durchsetzung einer einzigen Kultur weltweit im Zeichen des Englischen und so weiter. Es ist eine Entwicklung, die es durchaus gibt, der aber eine andere, viel komplexere und ich würde sagen auch stärkere, auch aus der historischen Rückschau, stärkere Gegenentwicklung entgegensteht, nämlich der einer Komplexifizierung im Sinne der Zwischenweltenschreiben. Also es sind unterschiedliche Logiken, die auf uns zukommen und wir leben in zunehmend viel logischeren Gesellschaften. Die Tatsache, dass wir jetzt gerade über Migration sprechen, in einem anhaltenden Migrationsprozess, der gerade dramatisch zugenommen hat, bedeutet natürlich auch, dass wir diese Logiken weiter vervielfacht sehen und dass wir von daher auch sozusagen andere Notwendigkeiten haben, auf
ein Leben in viel logischen Systemen zu reagieren. Die Literatur hilft dabei. Die Literatur kann da eine große Hilfestellung geben, denn seit dem Gilgamesch-Epos, seit dem Xi Jing, haben wir es mit Bewegungen, mit Migrationen zu tun, auf die die Literaturen der Welt Antworten geben. Sie sind auf das Konzept von Alterität zu sprechen gekommen und man merkt natürlich heute auch, ich komme vorhin aus Frankreich, sozusagen aus Nancy, und die ganze Debatte, die auch in Frankreich im Moment in der Presse herrscht, ist eigentlich von diesem Thema Identität und dem Thema von Alterität bestimmt. Das heißt, diese Konstruktion von Identität und gleichzeitig dieser Herausforderung der Abgrenzung zum anderen und des Nicht-Akzeptieren-Wollens auch des Fremden im Eigenen, ja, ist Zwischenweltenschreiben somit gleichzeitig auch bis zum gewissen Grad subversives Schreiben, so als Störfeuer, als Herausforderung, weil es ist natürlich eine Herausforderung für Identität, die wir mühsam uns über Schule, Elternhaus und sozusagen konstruiert haben, und auf einmal soll man das Fremde im Eigenen entdecken. Ja, es ist mit Sicherheit eine Herausforderung. Zwischenweltenschreiben will auch diese Herausforderung sein. Unter der einen Sprache sind immer die anderen Sprachen. Ich kann immer sozusagen transparent schauen. In meiner Sprache heißt Zunge Sprache, in meiner Sprache heißt Sprache Zunge. Zunge hat keine Knochen, wohin man sie dreht, dreht sie sich dorthin. Das ist der Beginn von Emine Sefki Özdemir's Text über die Muttersprache. Und genau da kann man auch sehr schön sehen, die andere Sprache, das Türkische, ist immer unter dem Deutschen präsent und wird ständig in Übersetzungsprozessen produziert. Die Frage der Konstruktion des Anderen und auch die Frage der langen Auseinandersetzung zwischen Philologie und Philosophie einerseits und andererseits zwischen Philosophie und Literatur andererseits, oder müsste eigentlich sagen Literaturen der Welt, hat damit ganz wesentlich zu tun. Philosophie ist ein diszipliniertes Denken. Es gibt zumindest seit 1800, seit den Ideologen in Frankreich, eine institutionalisierte Philosophie. Sie ist diszipliniert, sie folgt bestimmten Regeln des Diskurses. Wer diesen Regeln nicht folgt, fliegt raus oder wird wie Nietzsche sozusagen von außerhalb sprechen müssen. Das ist bei der Literatur nicht so. Literatur ist ein nicht diszipliniertes und nicht disziplinierbares Wissen. Ich kann Literatur nicht disziplinieren. Und genau darum hat es eine enorme Überlebenskraft. Wäre Literatur diszipliniert, sie wäre wahrscheinlich genauso verschwunden wie die Philosophie Mesopotamiens. Und diese Fähigkeit der Literatur, im Undisziplinierbaren ein Wissen hervorzubringen, das stärker ist als die großen politischen Systeme der Zeit, stärker sogar und anhaltender ist als die Sprachen, das ist das große Geschenk der Literatur. Wir haben kein diskursives Wissen, das länger anhalten würde. Also Herausforderung des Zwischenweltenschreibens, ja, weil uns in den Stimmen der Autorinnen und Autoren eben nicht nur die Autorinnen und Autoren begegnen, sondern die langen Traditionslinien der Literatur. Und damit werden wir konfrontiert mit einem Wissen, das eben nicht nur sozusagen eine individuelle Stellungnahme innerhalb eines gegebenen sprachlichen Horizonts darstellt, sondern hier wird ein Wissen vermittelt, das eine ganz andere transhistorische Qualität hat, das wir aber uns erst erschließen müssen. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass es eines der ganz großen, aber bislang noch vernachlässigten Desiderata auch innerhalb der Philologien ist, also sozusagen Stichwort nicht gemachte Hausaufgaben der Philologien, dieses Wissen wieder zugänglich zu machen und sich nicht in einem sozusagen sehr spezifischen und in die eigenen Regeln, Règle du jeu, Philologique sozusagen, zurückzieht, sondern in der Tat die Vermittlung zwischen Literatur und Leben sucht. Und darin ist eigentlich auch, sind die ursprünglichen Gründe der Philologie zu sehen und die Beweggründe, nämlich, wie es Auerbach dann später auch mal formuliert hat, den Ort des Menschen im Universum, den Ort der Menschen im Universum
zu bestimmen. Und diese grundsätzliche Fragestellung, die ist uns aufgegeben. Und an dem, was ich vorhin skizziert habe, an den Fragestellungen des Zwischenweltenschreibens, glaube ich, kann die Philologie auch wieder an dieser Aufgabe wachsen. Ja, also insofern, ja, Herausforderung auf allen Ebenen. Vielleicht ist auch dieses Zwischenweltenschreiben zwischen den verschiedenen Instituten auf den Gängen der Universitäten so lange liegen geblieben, zwischen Anglistik, Germanistik, Romanistik. Vielleicht können wir nochmal zu einer Definition von Zwischenweltenschreiben zurückkommen, weil das ist natürlich auch erstmal eine Frage, die sich stellt, in welchem Spannungsfeld. Was bedeutet das eigentlich, dieses Zwischenweltenschreiben? Wir hatten eingangs in dem Beispiel natürlich sehr anschaulich die zwei Sprachen und das Treppenhaus, das da dazwischen liegt, und im Anschluss die Konfrontation mit dem Deutschlehrer, der eine Verortung, eine Identität sozusagen herstellen will und nicht dieses Heterogene, dieses Nomadische akzeptiert, auch des Denkens. In welchem Spannungsfeld bewegt sich dieses Zwischenweltenschreiben? Sprache? Kultur, aber vielleicht können Sie das nochmal skizzieren, weil es natürlich ein durchaus, um nicht sozusagen ein altes Romanzitat zu bemühen, ein weites Feld ist. Ja, es ist ein weites Feld und deswegen musste ich auch ein ganzes Buch erstmal darüber schreiben, um mir selber auch klarer zu werden, inwieweit es unterschiedlichste Facetten gibt. Ich habe ja heute eigentlich nur zwei Pole dargestellt. Einmal sozusagen ein Schreiben nach der Migration, Oliver, und ein Schreiben aus der Migration heraus, wie das bei Amin Maalouf der Fall ist, der 75 in der Grande Guerre du Liban dann nach Frankreich kam und heute immer noch migriert sozusagen. Also nicht nur, er wird als politischer Berater durchaus mit hinzugezogen, auch in der Politik. Auch das scheint mir wichtig zu sein, sozusagen dieses spezifische Wissen des Zwischenweltenschreibens stärker politisch auch mit einzubinden, fruchtbar zu machen, die Möglichkeiten, die diese Fantasie einfach mit Blick auf die Zukunft hat, mit einzubauen. Bei Maalouf sozusagen ein Zwischenweltenschreiben, das in der Migration selbst entsteht und das eine Migration, die ja immer noch zwischen Paris und der Île-Dieu, wo er im Sommer immer schreibt, ausübt, also praktiziert. Es ist von einer ganz entscheidenden Bedeutung, wenn wir uns mit Zwischenweltenschreiben beschäftigen, die Frage der Landschaft. Also welche Landschaften entstehen, welche Landschaften der Theorie entstehen, wie kann ich die verorten, wo kommen die her? Welche Traditionen sind das, in die ich mich einschreibe? Also das, was Oliver mit diesem Begriff Einschreibung als Übersetzung, also in welche Traditionen, auf welche Traditionen beziehe ich mich? Die Tatsache sozusagen der Migration selbst muss nicht notwendigerweise Voraussetzung sein. Also ich möchte auch weg vom Begriff Migrationsliteratur, der längst in der Kritik ist, zu Recht in der Kritik ist und eigentlich nicht mehr verwendet werden sollte, weil er ein komplexes Schreiben auf einen biografischen Umstand reduziert und das wird niemandem gerecht. Ich denke, Zwischenweltenschreiben hat zunächst einmal etwas damit zu tun mit Sprachenwahl. Also welche Sprache wähle ich? Das ist ein alter, langer Vorgang. Auch Dante hat aus dem Exil heraus seine Commedia, seine Divina Commedia, wie sie später genannt wurde, seine göttliche Komödie, zwischen den Sprachen erstmal angesiedelt und dann sich für eine dieser drei Möglichkeiten entschieden. Das heißt, ich muss auch eine gewisse Außensicht haben auf den Ort, an dem ich mich gerade befinde. Nicht nur eine Innensicht, sondern auch eine Außensicht und eine Erfahrung aus sozusagen aus diesem raumgeschichtlichen Sinne heraus, also Erfahrung, also Fahren ist da mit eingeschrieben. Ich glaube aber gleichzeitig, dass es ganz entscheidend ist, sozusagen eine weitere Dimension mit einzubeziehen. Und diese Dimension ist die Frage des Übersetzens. Klang vorhin manchmal an, aber ich glaube, dass Übersetzen zu den ganz zentralen Fertigkeiten, Fähigkeiten gehört, die Zwischenweltenschreiben auszeichnen und die auch genau für unsere Welt notwendig sind. Noch ist die Mehrzahl der Erdbevölkerung vielsprachig. Einsprachigkeit ist noch die Ausnahme. Und auch wenn es eine massive Ausnahme ist. Und insofern sind Fragen jetzt
die wir derzeit erleben, also Migration in einem ganz massiven Sinne, Herausforderungen auch an die Übersetzungsfähigkeit, in einem ganz materiellen Sinne, aber auch in einem übertragenen Sinne. Zwischenwelten schreiben bedeutet also, dass es sicherlich eine Tradition gibt, die mit der Migration, also Verbindung, wie ich es vorhin versucht habe zu entwickeln, zwischen Literatur und Migration, Migration und Literatur, besteht. Es ist zweitens ein Bereich, der mit nomadischen Wissensformen zu tun hat. Also es muss also nicht eine Migration sein, können auch andere Formen des Nomadisierens eine ganz zentrale Rolle spielen, die also ständig Blickpunkte wechseln. Ganz nebenbei, also nochmal, dieser Begriff des Nomadisierens kommt also nicht von Gilles Deleuze und Félix Guattari, und ist auch nicht rhizomatisch gemeint, sondern das ist eine Begrifflichkeit, die wir bei Georg Forster und bei Alexander von Humboldt, also in unserer eigenen Tradition finden. Nomade zwischen Wissenschaften auch. Und die ein ganz spezifisches Wissen, sozusagen ein Verknüpfungswissen entfaltet, das wir in anderen literarischen Traditionen nicht in diesem starken Maße translingual und transkulturell finden. Das wäre sozusagen grob die Outline, also die Silhouette des Zwischenweltenschreibens und die Möglichkeiten, sozusagen es so offen auch zu definieren, dass sich da auch keine Autorin und kein Autor, wir kennen alle die Unverträglichkeiten von Autorinnen und Autoren, die früher als Gastarbeiterliteraten oder später dann als Migrantenautoren bezeichnet wurden, diese Unverträglichkeiten, die zu Recht bestehen, hier so praktiziert werden, dass dann derartige Texte, derartige Autorinnen und Autoren auf einen einzigen Gegenstand, auf einen einzigen Umstand ihres Lebens reduziert werden. Ich bitte, das nachzudenken, das ist natürlich eine Berufskrankheit als Vertreter des Goethe-Instituts, dass mir Sprache insbesondere natürlich am Herzen liegt. Was macht dieses Zwischenweltenschreiben mit Sprache? Was macht es, wenn man sozusagen diesen kaleidoskopartigen Blick auf Sprache hat, diese Fähigkeit hat? Was für eine Sprache entsteht da? Entsteht da eine neue Sprache? Ja, das ist eine neue Sprache, insofern als sie an die ältesten Traditionen anknüpft, nämlich aber sehr bewusst eben. Entschuldigung für die paradoxe Formulierung, aber die Durchsichtigkeit der Sprache auf andere Sprachen. Diese Durchsichtigkeit erzeugt eine ganz spezifische Qualität. Also ich kann mich sozusagen in der einen Sprache zugleich denkend in der anderen viel logisch bewegen. Und das Ergebnis ist dann ein ganz neues. Das ist durchaus auch früh erkannt worden, auch negativ erkannt worden. Es gibt also Zeugnisse, ich nenne jetzt keine Namen, aus der großen Reihe der Literaturkritiker in Deutschland, die gesagt haben, Autorinnen und Autoren, eigentlich haben sie gesagt Autoren, die nicht aus der deutschen Muttersprache kommen, werden nie etwas Wesentliches für die deutsche Literatur sagen können. Das sind Ausschlussmechanismen, die noch vor 20 Jahren sehr häufig zu finden waren im Feuilleton. Und wir finden, deswegen vorhin meine kleine Anspielung auf die Sondernummer, auf dieses Kapitelchen, wir finden das immer noch. Was aber hier entsteht, ist genau eine ungeheure Bereicherung einer Sprache durch die Durchsichtigkeit auf andere Sprachen. Also die Möglichkeit sozusagen gleichzeitig unterschiedliche Konzepte zu denken. Also zum Beispiel, um es nur ganz simpel am ersten Beispiel auszurichten, oder am zweiten, den Tod sowohl männlich als auch weiblich zu denken. Das verändert die Perspektivik so, wie ich natürlich auch die Sonne männlich und weiblich denken kann, das ist unterschiedlich je nach den Kulturen. Und ich kann, im Deutschen habe ich da Möglichkeiten, auch gerade durch Genuswechsel, sehr viel an Neuem zu schaffen. Deswegen ist es auch eine Literatur, die sehr viele Neologismen auch geschaffen hat. Und ich glaube, das ist keine Neologismuswut. Bei bestimmten Autoren gibt es auch gar keine Neologismen, aber es ist keine, also sozusagen jetzt Neologismuswut, sondern hat etwas damit zu tun, dass hier etwas Neues sich entwickelt. Also durchaus auch im Sinne von Walter Benjamins die Aufgabe des Übersetzers, dass eben halt nicht einfach etwas entsteht, das sich sozusagen unbesehen
als Importware so verkaufen kann, als käme es aus dem Inland, nicht? Und das ist eigentlich die neue Qualität. Also ich kann dann in verschiedenen Logiken zugleich denken und kann lernen, in diesen verschiedenen Logiken zugleich zu denken. Und das ist von ungeheurer Bedeutung, nicht nur für die Biografie dieses kleinen Jungen, der da sich im Treppenhaus aufhält, sondern das ist auch gerade in der Bildung und Ausbildung von jungen Menschen von ungeheurer Bedeutung. Also diese Möglichkeit, manche haben das Glück und wachsen zwischen verschiedenen Sprachen und Kulturen auf, und es gibt Länder, in denen das ganz selbstverständlich ist, aber wenn wir das nicht haben, dann ist Literatur, sind die Literaturen der Welt eigentlich ein wunderbares Mittel, um diese, zumindest dann, wenn sie so nahe gebracht werden, um dieses Mittel weiter zu entfalten und die Möglichkeiten in verschiedenen Logiken gleichzeitig zu denken, dann zu entfalten. Wir brauchen das. Das ist lebenswichtig und ich würde sagen, auch für unsere Gesellschaften überlebenswichtig, dieses viel logische Denken weiterzuentwickeln. Sind wir dazu in der Lage? Ich frage das einfach mal so. Ich stelle diese Frage ganz, ganz naiv, weil natürlich etwas, was sich natürlich in diesen ganzen Ausführungen auch stellt, ist die Herausforderung, ob dieses Zwischenweltenschreiben nicht auch etwas bis zum gewissen Grad für eine sehr aufgeklärte Elite auch über die Epochen hinweg ist, und ob es etwas auch in der Identitätskonstruktion, die wir selber ja auch durchmachen, etwas nicht ist, was nur über eine gewisse auch intellektuelle Disziplin durchzusetzen. Sicher gehört immer Disziplin dazu, undiszipliniert zu sein, aber es ist gleichzeitig auch spannend zu sehen, dass dieser Prozess ja von, am Beispiel von Olivier, ja bei einem kleinen Jungen vorgeführt wird. Also man muss nicht zu einer gesellschaftlichen, politischen oder sozialen Elite gehören oder intellektuellen Elite gehören, um tatsächlich auch zwischen verschiedenen Logiken hin und her springen zu können und beide auch als gleichgültig anzuerkennen. Also deswegen auch mein Eingangsbeispiel. Ich wollte es gerade nicht sozusagen an einer der großen Figuren unserer Geistesgeschichte aufzeigen, dass es da möglich ist, sich zwischen verschiedenen Logiken gleichzeitig zu bewegen, sondern das kann ein kleiner Junge. Es ist also ein Kinderspiel, also sich so zu bewegen. Und deswegen denke ich, kann es auch. Deswegen passt es auch so hervorragend hier rein. Ich weiß nicht, ob das vorgesehen ist, aber ich mache es jetzt einfach mal, Frau Rech, damit es hier nicht tatsächlich in so einer, auch hier so einer Abgrenzung ist, hier Podium, dort Zuschauer. Gibt es Fragen bei Ihnen, die Sie an Herrn Ette nochmal richten wollen? Bitte. Haben Sie ein Mikro? Ich wollte gerne auf die Bemerkung zurück, dass es sich bei Literatur um eine undisziplinierte Wissensproduktion im Vergleich zu Philosophie handelt. Und da wollte ich fragen, ob das uneingeschränkt gilt, zumal im Hinblick auf die prospektive Funktion der Literatur. Gibt es, ich will nicht sagen Werte, sagen wir mal Ideale, die dabei verfolgt werden muss, um diese uneingeschränkt positive Bewertung der Literatur, wie Sie sie hervorgebracht haben, auch aufrechtzuerhalten. Ich möchte nicht so falsch verstanden werden, oder ich möchte nicht so verstanden werden, dass Literatur die einzige Wissensform ist. Aber ja, genau. Genau. Und aber sie bringt eben in einen Wissenshorizont unserer Informations- und Wissensgesellschaften, in denen sozusagen Spezialisten auf der Basis disziplinierten Wissens, also in Disziplinen angesiedelten und auch Spezialisierung gegründeten Wissen, bringt sie eine Dimension des Wissens, die eine andere ist. Ich nehme ein Beispiel. Der Begriff Wissenschaft ist unterschiedlich definiert in den unterschiedlichen Sprachen. Wir wissen, dass wir im deutschsprachigen Raum Wissenschaft auch im Bereich der Geisteswissenschaften haben. Das ist im englischsprachigen Raum, außer auf der offiziellen Ebene der Europäischen Union, ganz interessant, nicht der Fall. Science heißt Hard Sciences.
also Naturwissenschaften, während ich innerhalb des European Research Council von Science sprechen kann, wenn ich Literaturwissenschaft oder Philosophie oder so meine. Das ist eine ganz interessante Entwicklung. Entwicklung im englischsprachigen Raum hin zur Exklusion bestimmter Wissensformen, die dann keine Wissenschaft sind. Im Moment ist die Entwicklung die, dass es einen erheblichen Druck von Seiten der Naturwissenschaften gibt und der Biowissenschaften gibt, den Begriff des Wissens auf diesen Bereich zu beschränken. Es wäre fatal, würden wir auf diese Entwicklung eingehen. Denn es gibt glücklicherweise in der Geschichte der Menschheit über lange Phasen und auch bis in unsere Gegenwart hinein und sicherlich auch in der Zukunft nicht disziplinierbare Formen des Lebens. So wie nicht disziplinierbare Formen des Wissens, so wie auch das Leben selbst nicht einfach disziplinierbar ist. Wir brauchen die hochspezialisierten und sozusagen auf Expertenwissen beruhenden Wissensformen ohne jeden Zweifel. Also ich möchte nicht missverstanden werden und sagen, also wir müssen uns jetzt auf das Wissen der Literatur zurückbeziehen, das ist sozusagen das ist das einzige Wissen. Nein, aber die Literaturen der Welt bringen diese unterschiedlichen Wissensformen und Wissensnormen auf eine sehr lebendige, sozusagen nacherlebbare Weise in Verbindung. Also das heißt, sie haben eine Transmission innerhalb und nach außen, also zwischen unterschiedlichen Wissensformen und Wissensnormen innerhalb und auch nach außen. Es gibt von einem meiner Lieblingstheoretiker, Roland Barthes, der gerade im Centenaire ist, also gerade 100 Jahre alt geworden wäre in diesem Jahr, am 12. November, gibt es einen Satz, la littérature est toujours en avance sur tout. Also Literatur ist immer allem anderen voraus. Und sie ist das, weil sie nicht diszipliniert ist. Das heißt, sie wagt Dinge, macht Herausforderungen, stellt Herausforderungen, die ich in anderen Bereichen so nicht an das Wissen stellen kann. Also insofern, ja, es gibt natürlich auch Grenzen dieses Wissens. Ich brauche andere Wissensformen und Wissensnormen, um unsere Welt zu verstehen. Spezialisierte, disziplinierte, also hochspezialisierte Wissensformen. Aber ich glaube nicht, dass es möglich ist, Leben zu verstehen, wenn ich von Wissensformen abstrahiere, die mit literarischen Wissensformen sozusagen in Verbindung stehen oder diese darstellen. Also ich glaube, dass die Frage, was Leben ist, nicht nur eine Frage der Biowissenschaften ist. Und sie ist auch nicht nur Habermas Titel Zukunft der Natur. Sie ist auch nicht nur eine Frage der Philosophie, denn diese Philosophie steht auch in ganz bestimmten kulturellen Traditionen, die sie geprägt haben, die sie diszipliniert haben. Unsere Philosophie im abendländischen Sinne ist eine hochgradig disziplinierte Wissenschaft, die außerhalb unserer Kultur oft gar nicht viel sagen will, um es mit Goethe zu sagen. Also wir haben aber die Möglichkeit über die Literaturen der Welt, wie gesagt, das Gilgamesch-Epos kann ich in China lesen, ich kann Xi Jing in Japan oder in Deutschland lesen, ich kann das Nibelungenlied auch in unterschiedlichsten kulturellen Kontexten, dafür gibt es ja sehr, sehr viele Beispiele, lesen. Da gibt es einen Wissenstransfer, der eine ganz andere Lebendigkeit hat und mit dem Leben intim zu tun hat. Also nicht nur die Biowissenschaften. Wir brauchen wieder einen Lebensbegriff, Bios, der das Kulturelle mit einschließt und die Verkürzung von Leben, des Lebensbegriffs auf die Life Sciences, auf die Lebenswissenschaften. Das sehen übrigens viele Kolleginnen und Kollegen aus den Life Sciences ganz ähnlich, ist eine, die den Blick verstellt auf das Leben. Das war leider nicht mein Punkt. Ja. Sondern? Sondern, also ich bin ja Soziologin, da sprechen oder so eine Seele nicht in diesem Punkt. Ja, ich fange immer meine Vorlesungen an mit Musik. Aber das Problem ist, dass ich sage das jetzt mal in Stichworten, die ich vermeiden wollte, dass es humanitäre Ideale gibt in der Literatur oder auch Raune oder sowas. Und wenn man das jetzt zu eindeutig oder einseitig hervorgehoben, die subversive Kraft der Literatur gegen Mächte und so weiter, da bin ich auch einverstanden.
aber dass sie so gar keine Normen hätte oder gar keine Ideale zu verfolgen hätte, weil sie den Vorrang des undisziplinierten Wissens hat, da hatte ich meine Zweifel. Habe ich auch nicht gesagt. Also, vielleicht hätte ganz kurz, sonst muss ich meine Disziplin sozusagen hier okay. zu gelten bringen. Ich würde ganz kurz, nee, habe ich nicht gesagt. Also der Begriff sozusagen des Subversiven kam in unserer Diskussion dann mit rein. Und ich habe auch immer gesprochen von den Formen und den Normen. Und genau das bedeutet zum Beispiel, also indem ich habe mich vorhin kurz bezogen auf Gattungen, verschiedene Gattungen, Epos oder Lyrik oder Mikrotexte, also Mikrotextualität, kürzeste, dichteste Texte. Das entspricht natürlich ganz bestimmten Traditionen, Normen und so weiter. Heißt aber nicht, dass die Literatur deswegen diszipliniert würde, sondern bestimmte Formen werden als Normen gesetzt. Also insofern, ich glaube, wir verstehen uns da nicht falsch. Also ich denke, es ist ganz entscheidend, dass wir in den, und ich freue mich, wenn Sie mit Musil eine Soziologie-Vorlesung beginnen, so wie Habermas viele seiner Bücher zunächst mal mit einem Verweis auf Octavio Paz oder irgendeinen anderen Literaten beginnen. Ich glaube, damit, da ist noch ein Wissen davon, dass in der Literatur ein Wissen transportiert wird, das über ein spezialisiertes Wissen hinausgeht und von daher einen Lebensbezug herstellt. Ich glaube, mit Blick auf die Uhr, Herr Ette steht aber auch während der Kaffeepause noch für Fragen und Diskussionen zur Verfügung. Nochmal ganz herzlichen Dank. Ich glaube, das ist nochmal ein Applaus wert. Vielen Dank, Herr Professor Dankeschön. Ette. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich schaue unter dem strengen Blick von Frau Rech. Heute jetzt ist Kaffeepause, richtig? Darf ich das ankündigen? Hiermit ist die Kaffeepause eröffnet. Ich wünsche Ihnen noch eine sehr, sehr schöne Konferenz. Vielen Dank. Thank you.